Herzlich willkommen zum Rundfunkfahrer auf der Karte Kultur. Wir sehen aktuell Hafer aus, mit sehr viel Reifen verziert. Und wir werden gleich Heilbaum entfernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt, weil es ja nicht mein Land ist, aber mal schauen, die Fräse, glaube ich, macht das. Können wir mal den hinteren da lassen? Aber wenn wir ganz kurz mal den Stecker ziehen für Lenkung. Dann trinkt man gleich was. Nicht so viel, kann er nicht schlafen. So. Wie geht's los? Mal ganz schnell den Baum aufbauen und gleich den Hänger schnappen. Klauen wir uns ein. Wir gehen durch. Das Trenne. Ich hab mich noch nicht. Ach, geht auch nicht. Oder wir fahren ja mit Traktor daneben hin, mal sehen. Mal schauen. Hier nur ein Baum entfernen. So. Wenn ich wirklich komme, richte ab. Das ist eilig. Ich will den einbauen, den wir hätten. Komplett. Das erste Mal, wo ich gehört. Aber es ist immer die ganze Qualität. Weil es nicht mein Land ist. Sauber.
Ups. Oh, weg ist der Baum. So, die Fräse voll. Wir werden mal sehen, ob da beim nächsten Mal kippt in die Tasche rein. Ups. Aber wir haben jetzt mit dem Winter. Kommt hier noch nicht. Dann keine. Oh. Böse, böse. Da habe ich schon wieder eingekippt. Aber das bleibt mir egal. Dann haben wir ihn gefahren. Toll. Da nicht eingekippt. Aus. Wir werden eine tolle machen. Wenn wir zwei Runden haben, wird alle. Das wird toll. Aber es ist Arbeit. Es ist auch Arbeit. Ich glaube, da irgendwas Ecken nicht gemacht werden oder so. Ich hab das gedrückt. Das wieder vorwärts fahren. Ich glaube, das ist links einschränken und rechts rüber. Ja. Alles kurz, wenn nicht ich. Das hat vorne mit Baum gestört, weil er einfach die Kurve nicht kriegt. Sieht gut aus. Halt fein. Leichter haben können, ne? Nee. Gut, okay. Wäre eine blöde Spitzecke wahrscheinlich. So. Dann fahren wir den mal gleich weiter. Und die Lenkung ist einstellen. Also nicht justiert. Jetzt ist er.
Aber innen drin ein bisschen leiser, ne? Zu leise. Keine gute Ruppe. Ich könnte ein bisschen heller, ja. Kann man nicht löschen. Wir müssen aber die Fahrzeuge entfernen, weil nachher kommt der andere und will die Seemaschine auffüllen und auf Platz lassen. Hier richtig Luft hier, Wahnsinn. Ich muss von meinem Tisch 8 cm abschneiden von der Platte. Aber da ich ja eh Platten gekauft hatte zum Aufschrauben, war das nicht ganz so tragisch. Süße. Ist ja auch leer. Dann können wir dann gleich Hackfleisch verkaufen. Und dann Weizen. Fahren wir gleich zum Waschen. Ja, die kalt nicht. Aber ich stelle ihn erstmal von Seite. Aber der Elektro muss auch weg. Der steht auch im Bild. Der Unkrautfutzi muss auch weg. Der steht auch im Weg. Könnte sein, dass er hier auch im Wege steht. Aber schauen wir mal. Machen wir mal zu. Okay. Platz schaffen. Ein Traktor. Wir sehen noch hier. Auch löschen. Das gefällt mir im Grunde nicht, die Ecke. Da muss ich nacharbeiten. Gut, unser LKW. Den kippen wir da gar nicht jetzt aus. Beziehungsweise schon. Aber der Anhänger ist größer. Der Krampel ist größer, geht mir rein. Ich fahre mal in die Garage. Ja, das geht schon. Blau immer ein bisschen Farben üben.
solange wir auszählen, haben wir auf 1 laufen lassen. Können wir später auf 5 gehen. Genauso können wir auch nachts schlafen, das können wir so machen. Dunkel, aber wir sind nicht gut. Ah ja. Oder alles größer, davon so ja drin. Ups. So, ja, warum? Was im Lager hat? Könnte sein. Noch von Feld 54. Haben wir. Hier geht deutlich mehr rein. So, ja, wo fahren wir am besten hin? Wo kriegen wir den besten Preis? Landhandel Müller. Bitte. 75.000. Wir können heute andere 40 kommen mit dem Auffüllen der Seemaschine. Das habe ich gar nicht mehr gespielt. Die Woche gerade so ausgesehen. Oder? Das Fahrverhalten ist mit vollen Dings belasten. Ah, hinten ist der Grüne, der Grüne. Der mit Laserpointer da hinten, ne? Der hat schön klein, den weiß auf uns geht's. Fahrverhalten ist nicht ganz so berauschend. Ja, alle Eltern besorgen. Kostet viel Geld. Dauer, Dauer. Fußballfeld links. Links hinter mir. Verband habe beim Seegewehr. Mal gucken, wir haben ein Stoppschild gefahren fast. 3, 3, der Zug steht. Das hat mir gedacht. Ah, die olle Sau. Da kommen wir noch nie raus. Kam der so schnell an. Wir müssen bergen. Oder warten wir zum nächsten Rennen. Yep. Ja. Ja, du bist ein Vollpfosten. Erst reinfahren und hupen. Warte, komm gleich der LKW, ich bin der nächste Jobs. Immer Geduld, haben wir gleich das nächste Auto. Yep. Na, was sagst du? Ja, das ist zu spät. Ach nee. KI-Verkehr.
Das ist eine Katastrophe. Du hast keinen Schaden in dem Sinne, gibt. Keine Toten hier. Ist hier ein Maschinengewehr herlaufen hier. Ich hab hier einen Autofahrer hier. So, wie ist das angekommen, sind wir auch. So, wir wohnen. Bisschen Kohle. Fast 100.000, das hat sich ja gelohnt. So, meine Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder und ein Abo. Gern beides, sag mal danke. Ansonsten würde ich mich gerne über Wiedersehen freuen. Ich hoffe, ich grüße mich, denke. Bis dann, ciao, ciao.